alle Jahre wieder im Mai nach dem Bewerbungsende für den Best of Swiss Gastro Award das ähnliche Prozedere. Die Jury hochkonzentriert, wo die eingereichten Unterlagen studiert und prüft. Wie jedes Jahr hat es auch in diesem Jahr ein paar neue Gesichter. Es gibt viel zu tun für die 37 Mitglieder der Fachjury des Best of. Das Prüfen der rund 175 eingereichten Dossiers nimmt Zeit in Anspruch. Die Fachjury, zusammengesetzt aus alten, jung gebliebenen Hasen und Rookies. Ich finde die Initiative, so einen Preis zu machen für die Schweiz, außerordentlich wichtig und ganz interessant. Es zeigt, wie breit gefächert die Gastronomie in der Schweiz ist. Es zeigt, wie viele super tolle Konzepte es hat. Es zeigt aber auch, wie viel sich doch einige überschätzen. Und das ist total spannend zu sehen. Nicht zu übersehen und ebenfalls zum ersten Mal dabei. Metta Hiltebrand, die Fernsehköchin, kennt den Best of Swiss Gastro Award aus eigener Erfahrung. Als Gastgeberin hat sie in der Vergangenheit beim Award erfolgreich mitgemacht und Gastro-Konzepte eingereicht. Mit ihrem Input bereichert sie die Meinung der Fachjury. Was hat sie generell bewogen zum Mitmachen? Also das eine ist natürlich die Anfrage, dass man mich gefragt hat. Und die Entscheidung ist relativ schnell gefallen, weil ich gefunden habe, wenn man mal vorne mitgemacht hat, sollte man vielleicht auch mal hinter die Kulissen schauen. Und das ist der ideale Moment. Und zu den Gastgrössen dazuzugehören und gleichzeitig natürlich mitzubewerten, ist schon auch ein Kompliment. Was macht mehr Spass? Ja, also am allerliebsten koche ich nach wie vor kochen und mache eigentlich gerne mein eigenes Zeug und konzentriere mich mehr auf mich als auf das, was andere machen. Aber an einem Tag wie heute leitet man ab, was man macht und orientiert sich ein bisschen neu. Am selben Tisch wie Metta Hiltebrand sitzen Peter Kern und René Schudel. Letzterer ist in der Zwischenzeit zum Best of Swiss Gastro-Experten avanciert. Mit seinem Restaurant Benacus gewann René Schudel den Best of Swiss Gastro in der Kategorie Trend. Seit 6 Jahren sitzt er mit in der Fachjury. Ja, natürlich hat es mich stolz gemacht, wenn du angefragt wirst. Zuerst gewinnst du einen Preis und dann darfst du in die Jury und der kann mit jurieren. Das ist das eine. Und das andere ist halt sehr interessant, wirklich so die Best-of-Gastro-Geschichte jedes Jahr wieder. Du tust die Augen auf, du siehst so ein bisschen, was auf dem Screen ist, du siehst so ein bisschen, was der Gastro-Approach ist in der Schweiz. Und das ist sehr wichtig. Also für mich ist das einerseits so jurieren und andererseits so ein bisschen Weiterbildung. Zu den Jurymitgliedern der ersten Stunde gehört Ivo Adam. Auch er weiß Bescheid, wenn es um den Best-of geht. Als Gastronom, wie eben auch als Experte, der für die Beurteilung der Konzepte mitverantwortlich ist. Ja, in der Jury siehst du natürlich enorme Tiefe. Also du siehst, was für Betriebe gibt es, wie fühlen sie sich, in welcher Kategorie möchten sie gerne bewertet werden. Und da gibt es natürlich von A bis Z. Also gibt es von super gut bis absolut grottenschlecht. Aber das macht es auch aus, oder? Und dann musst du ein Gespür haben, wo passen die her, warum wollen die, was wollen die, was wollen die uns sagen. Und das Ganze ein bisschen erleuchten mit den richtigen Leuten am Tisch, es macht Spass und ist auch immer eine Weiterbildung auf alle Fälle. Bei einem Raum voller Gastro-Experten herrscht nicht immer Einigkeit. Soll es auch nicht. Denn unabhängig der Kategorie, die bewertet wird. Jeder hat seine eigenen Präferenzen, worauf er oder sie sein Augenmerk richtet. Also mir ist eigentlich besonders wichtig, dass die Sachen stimmig sind. Also oftmals hat man eine tolle Speisekarte und eigentlich ein Konzept, das dann im Raum nicht erkennbar ist. Also wie man ist beim Mexikaner und man merkt drin nichts von Mexiko, sondern mehr, man fühlt sich so ein bisschen in einem Bistro von Frankreich. Oder man ist beim Chinesen und es sieht ein bisschen aus wie ein Migros-Restaurant. Das sind so die Sachen, die ich finde, es passt nicht zusammen. Ja, also ich schaue sicher mal die Speisekartenstruktur anschauen. Eben, was hat es wirklich für eine Food-Approach drin, im Sinne von wirklich, was ist heute so ein bisschen zeitgemäss. Also ist ja ihre Speisekarte sehr gute DNA von einem Restaurant zu sehen, woher das es treibt. Ich persönlich schaue zum Beispiel eine Speisekarte an, die präsentiert wird, und hat es da Gerichte, die mich ansprechen. Sie dürfen für mich nicht zu kompliziert sein, nicht zu farfetched, also nicht zu weit hergeholt, sondern es muss eine Emotion auslösen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn das
schon mal gegeben ist, dann schaue ich tiefer und dann kommt so ein Lokal bei mir in die Grenze. Für mich ist wichtig, was willst du mir sagen? Warum soll ich zu dir kommen? Und wenn ich die Seiten anschaue und es spricht mich an und ich will gehen, dann ist es ein Gewinner. Wer tatsächlich ein Gewinner ist, wird sich in den nächsten Monaten herausstellen. Mit der offiziellen Bekanntgabe der Nominierten für den Best of Swiss Gastro Award 2016.